Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hatte die letzten 2 Tage Vlogging-Pause, also sowohl mit dem Hochladen als auch mit dem Filmen. Ich glaube, ich tue das immer so in der Woche 2 Tage Pause, weil dann habt ihr insgesamt 5 Vlogs, was auch schon viel ist. Und da habe ich auch ein bisschen Zeit, andere Sachen zu machen. Ich war gestern zu Besuch bei Saskia, musste ein bisschen voll lang fahren. Also die Fahrt war ein bisschen ermüdend, aber sonst war es vor Ort, war das voll schön, hat voll Spaß gemacht. Der Kleine ist so süß. Ich hätte ihn die ganze Zeit fressen können. Es ist 9:15 Uhr. Ich bin eigentlich schon seit 7 Uhr wach, aber irgendwie war ich heute noch im Bett bis um 8:30 Uhr. Ein bisschen Insta geguckt, rumgedöst, mit der Katze geschmust. Sowas habe ich gemacht. Ich bin heute so mit ein bisschen so Ziehen im Unterleib aufgewacht. Aber ich glaube, das ist normal. Das sind die bunten Mutterbänder. Und ich habe festgestellt, dass mein Bauch gerade wächst. Schnell. Schneller wie irgendwie letzte Zeit. Man sieht immer noch nichts, aber ich merke den Unterschied so ein bisschen. Mittlerweile kann ich die ganzen Jogginghosen nicht mehr anziehen, obwohl man irgendwie halt nichts sieht, sondern ich trage jetzt momentan zu Hause nur Leggings oder meine Schwangerschafts-Jogginghose vom H&M. Gestern war ich auch noch beim H&M ganz viel einkaufen, weil mir ja die allererste Schwangerschaftshose zwickt, weil ich trage ja immer Größe 38 bei den Hosen. Und wobei, Größe, sage ich euch eh, spielt keine Rolle, ne? Ob's mal, manchmal in Zara komme ich auch nicht in 38, in anderen komme ich in 36, ist es völlig wurscht. Aber ja, hat super gut gepasst. Aber die erste Schwangerschaftshose, die ich mir gekauft habe, die war aus echtem Jeansstoff, also mit ganz, ganz wenig Stretch. Und ich merke, dass das vielleicht nicht so cool war. Ja, und ich habe morgens überhaupt keinen Hunger mehr. Das ist so schlimm. Ich muss mich zwingen, morgens zu essen. Aber dafür habe ich nachts so Hunger. Also ich habe gestern echt ordentlich gegessen, noch um 3 Uhr morgens. Und jetzt gibt es bei mir griechischen Joghurt mit Haferflocken, ein bisschen Agavensirup und so einem Apfel und einen Kaffee mit Milch. Dann trinke ich gleich noch ganz, ganz viel Wasser, weil ich habe das Gefühl, ich brauche Wasser und ein Glas von dem hier. Ja, ich habe früher nie Fruchtsäfte getrunken, aber ich trinke immer nur frisch gepresste Orangensäfte oder Säfte, die ich selber zu Hause mache, aber nicht die gekauften. Und irgendwie sind die einzigen, die ich so kaufe, sind von Ameke. Ich hoffe da so sehr, dass da keine Gelatine drin ist, weil das schreiben die ja nicht drauf. Ich finde das ja so eklig, dass in den fast allen Fruchtsäften, die ihr kennt, ist ja Gelatine drin, gell? Damit das, wenn ihr es umkippt, besser fließt. Ich finde es so. Ich habe damals auf Foodwatch gesehen, weiß ich noch. Ja, ich gönne mir das jetzt und dann schneide ich meinen Vlog. Und Hatem schläft, heute ist Samstag. Dann gehen wir wahrscheinlich zu Roller. Ich bin am Überlegen, ob ich mir so einen Stocke-Hochstuhl kaufe für mit Babyaufsatz, weil ich möchte auch in Ruhe eines Tages essen können hier am Tisch mit meinem Mann oder wenn Familie da ist. Ich kenne das nur von früher, dass immer eine Mutter ein Baby in der Hand hatte und nie essen konnte. Und jetzt habe ich den Stuhl auch bei Saskia gesehen und bei Patricia, also so einem Bekannten von mir. Der Vorteil dieser Stocke-Hochstühle sind, glaube ich, etwas teurer, also schon teuer, aber die wachsen mit. Am Anfang hat man so eine Babyschale, wo man das Kind reinsetzen kann und wenn das Baby dann so die Kraft hat, den Kopf zu heben und so und sich setzen kann und erstmal sitzen kann, kann man so also einen Sitz kaufen zum Sitzen. Und dann, wenn das Kind auch größer ist, kann es halt dort sitzen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen praktisch, bis zu dem Alter, wo es halt auf einem normalen Stuhl passt. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, haben viele von euch diesen Stockestuhl? Könnt ihr ihn empfehlen? An alle Frauen, die zwei, die ich kennengelernt habe, die das haben, sind vollkommen zufrieden. Aber ich würde gerne wissen, ob es vielleicht Alternativen gibt. Weil ich dann auch, wenn ich zu meinen Eltern gehe, kaufe ich mir aber keinen Stocke-Hochstuhl und zu meinen Schwiegereltern, sondern werde ich mir diese IKEA-Hochstühle kaufen. Also für hier zu Hause, weil da ist das Kind, glaube ich, denke ich mal, am meisten ist es dieser teure Stuhl. Bei meinen Eltern der IKEA-Stuhl und bei meinen Schwiegereltern auch. Weil so, ich habe keine Lust, den immer so überall mitzuschleppen. Dann deponiere ich ihn gleich dort. Genau, das Stocke-Trip-Trap heißt das. Also ich würde mich freuen, wenn viele Mamis von euch mir den irgendwie ihre eigene Bewertung schreiben können oder ihr habt Geschwister oder keine Ahnung, weil ich setze da schon ein bisschen Wert drauf, dass ich trotzdem noch weiter essen kann oder mich schminken kann. Dann sitzt das Kind halt daneben und ich spiele und ich schmink mich. Hallo ihr Lieben, ihr habt seit heute Morgen von mir nichts mehr gesehen, weil wir waren in, glaube ich, 5 verschiedenen Möbelhäusern, haben keinen PVC-Boden für unsere Böden gefunden, weil unser Raum so groß ist. Haben überlegt, ob wir Laminat machen, wissen wir aber noch nicht. Jetzt überlegen wir uns doch vielleicht umzuziehen. Jetzt schauen wir mal, weil es schon ein bisschen viel hier alles so. Deswegen haben wir jetzt heute 4 Stunden Möbelhäusern verbracht und dachten wir, jetzt gibt's eine kleine Pause und dann geben wir uns noch die Woche und schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe in der Zwischenzeit geschlafen, wir waren chinesisch essen, waren ein paar
Babysachen kaufen. Ich freue mich schon. So, die Tüten stapeln sich langsam. Und jetzt schminke ich mich für die Halloween-Party, weil wir gehen später zu einer Halloween-Feier. Meine allererste Halloween-Feier, müsst ihr euch vorstellen. Ich habe das ja immer ein bisschen so umgangen. Ich bin das immer umgangen, weil ich finde, was mir zu viel Angst macht, das kann ich nicht. Ich bin Schisser. Und ja, deswegen schminke ich mich jetzt. Ist aus der Auswahlkostüme standen Riesenbaby, Bambi oder Prinzessin. Und ich glaube, ich schminke mich jetzt ganz schnell als Bambi im Gesicht. Trage ein braunes Oberteil und dann ist halt gut. Mit meiner Babykugel, kleinen Mini-Mikro-Variante, kann jetzt nicht so viel machen. Und Hatham geht als Scheich. Er ist uns schnell Essen holen gegangen und ich schminke mich in der Zwischenzeit. Schaue noch ein paar Vlogs an. Und die Tipsy, wo ist denn die? Tipsy, wo bist du denn? Ist schon wieder voll verschwunden. Ja, ich schminke mich dann jetzt. Wir sehen uns gleich. So, ich bin immer noch ein bisschen am Rundspielen. Bin noch nicht viel weiter gekommen. Ich mache jetzt gleich meine Augenbrauen und meine Augen. Und hopefully, wenn man sieht, dass das irgendwie ein bisschen Bambi sein soll. Und parallel schauen wir Harry Potter an. Es läuft Harry Potter und der Feuerkelch. Yay! Ich liebe es. So, so langsam wird's was. Muss man auch nur zusammen binden. Meine Augen jetzt mal schminken. Augenbrauen sind gemacht. Und ja, es ist so der Zwischenzustand. Ich habe hier so eine Vorlage ungefähr. Ich habe so ein Bild auf Instagram gesehen, was mir gefallen hat. Und das versuche ich jetzt nachzuschminken. So, jetzt ziehe ich schon langsam den Eyeliner. Und jetzt hört sich gerade irgendwas Lautes im Hintergrund an. Ja, ziehe ich noch ein bisschen. Bevor ich meine Lippen anmale und so. Ich glaube, danach kann ich nur mit Strohhalm trinken. Haben wir Strohhalm? Nein! Mist. So, so langsam komme ich voran. Ich habe auch die falschen Wimpern drauf. Ich bin am Überlegen, ob ich unten noch falsche Wimpern dran mache. Und meine Lippen mache ich zum Schluss erst, nachdem ich mein Oberteil angezogen habe, weil sonst habe ich schwarze Lippen. So ein bisschen komisch. Und hier muss ich noch malen. Und du brauchst nicht Harry Potter auf lautlos zu stellen. Ich kann auch so machen. Und ich ziehe halt jetzt ein Oberteil, ich muss noch meine Haare machen. Wie kann ich Öhrchen machen? Ich weiß nicht, wie ich Öhrchen machen soll. Ja, aber wie denn? Oder ich nehme mir einfach irgendwelche... Und Tipsy hat auch keinen Gestrüpp, was ich will. Oh Mann, wäre ich doch als Scheich gegangen. Oh, yes. Ja, das ist dein Ding. Wir müssen ein Insta-Bild machen, das weißt du, gell? Me in my Scheich. Ernsthaft? Ich bin keine Kitty, ich soll Bambi sein. Er sagt den ganzen Tag, ich sehe aus wie eine Katze. Hast du schon mal eine Katze gesehen mit solchen Dingern? Okay. In der Sonne mit Sommersprossen. Okay. Wir machen jetzt mal weiter. So Leute, meine Haare sind gemacht. Make-up sitzt. Ich mache jetzt nur noch meine Lippen. Augen sind sehr intensiv. Tick, tick, tick. Und die Tipsy wird jetzt gefüttert, bevor wir weggehen. Ich habe halt nichts Bambi-mäßig. Also dachte ich, ich trage einfach so ein Poncho. Drunter trage ich nur ein Unterhemd, sonst wird es im Club zu warm. Dann trage ich meine Stiefel, meine Schwangerschaftshose und das war's. Also, ja, für mein erstes Halloween gar nicht so schlecht, oder? Jetzt mache ich mal noch meine Lippen und dann poste ich vielleicht auf Insta ein Bild von uns zwei. So, jetzt meine Oberlippe auch gemacht und ich mag's. Ich habe mich inspirieren lassen von diesem Bild hier. Falls ihr das seht. Yes. Und ich glaube, es ist ganz gut geworden. I like it. Ja, jetzt geht's jetzt zu den anderen. Heather macht jetzt dann noch seinen Scheichkopf. Und ich packe jetzt mal kurz eine Tasche ein. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Wir haben gerade auch schon ein schönes Bild gemacht. Und wir fahren jetzt zu Sammy und dann gehen wir feiern. Wir dürfen die Tickets nicht vergessen, weil wir haben sie im Vorverkauf gekauft. Und dann schauen wir mal weiter, wie der Abend so wird. So, wir sind jetzt bei Sammy zu Hause und spontan überlegen wir, ob wir Hatham noch ein bisschen... Nein, ich zeige ich erst, wenn du fertig in deinem Gesicht bist. Anmalen. Vielleicht etwas Schwarzes in sein Gesicht. I don't know. Und Lami sieht aus wie Catwoman. Und Maren sieht aus wie ein Skull. So. Warum ziehst du deine Schuhe an? Nein, wir haben ja gesagt, wegen Packer ist Boden. Also ich dachte, okay. Achso, ich dachte, du ziehst sie an. Mit mir aus. Ah, okay. So. Oh, es gibt Magic Gums. So geil, die waren mein Leben früher. Knisterkaugummi. Die habe ich dir zurückgegeben. Warum habe ich das jetzt vor lauter Durcheinander? Habe ich es mir in Hand gelegt? Ciao. Maren, ich hab dir die Tube wieder dahin gelegt. Habt ihr Lust, morgen Lasertag zu spielen? Was? Lasertag? Nee, ich nicht. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich kann nicht kommen. Aber der Kaugummi hat wahrscheinlich nur Geschmack für 10 Minuten. Trink mal noch.
Maren schminkt seit Wochen den Tobi. Ja. Tobi guckt, also nein, Tobi darf nicht gucken. So ein und Sammy halt. Tobi ist ein Panda. Hi! Ey, beweg dich nicht wieder so. Hätte man mir auch gerade noch. Was bist du eigentlich heute? Ein Skullscheich, gell? Hält den Arm hoch. Ich bin hallo. Hallo. Irgendwie machst du schon ein bisschen Angst. Wirklich? So, wir haben gerade eben Geld abgehoben und wir haben uns entschieden, dass Hatham doch nur dieses Gespensterkostüm anzieht, also dieses scheiche Gewand. Und dann passen wir heute. Ich habe irgendwie voll Lust auf saure Bonbons, deswegen müssen wir jetzt irgendeine Tankstelle finden. Bargeld haben wir und jetzt fahren wir nach Stuttgart in der Hoffnung, dass wir dort irgendwo noch einen Parkplatz finden. Also das müssen wir ewig lang fahren. Es ist gerade 0.18 Uhr, bis wir ankommen. Ich denke 1.20 Uhr. Nee, hoffentlich. 1 Uhr. Okay. Hoffentlich steigt dann die Party noch, natürlich. Bis in die Party hart! Ja, was soll ich gerade eben sagen? Oh, mir ist gerade so kalt. Draußen ist so neblig. Passt zu Halloween, Leute. Es ist so neblig. Bock, voll krass. Naja, wir fahren dann mal jetzt und suchen jetzt irgendwo saure Bonbons. Hallo, ihr Lieben. Mittlerweile ist es 3.30 Uhr. Wir haben uns alle entschieden, jetzt nach Hause zu gehen. Wir waren alle im Perkins Park. Wir hatten alle zusammen Spaß. Es ist ja voll lustig, wenn die Truppe dann immer zusammen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, kennt ihr das, wenn der DJ gerade 10 Sekunden einen Song eingespielt hat und ihr euch schon denkt, boah, wie geil. Und er schon wieder Rhythmusbruch, nächster Bruch, nächster Bruch. Ich glaube, in einer Minute kamen wie viele Songs? 4 Songs? Ja, 4, 5 Songs, wo ich mir dachte, da kannst du gar nicht tanzen. Und ab und zu kamen dann die Songs, wo im Endeffekt dann so langsam waren, dass du dich eigentlich nur hingestellt hast und gedacht hast, was war das? Und dann dachte ich mir, gehe ich in den Hausraum, weil Hausraum ist halt immer so schön. Ich habe immer das Gefühl, dass bei Hausmusik die Leute freundlicher sind, wie in der Black Music Musik. Ich liebe ja beide Richtungen, aber mir ist das so oft aufgefallen, weil im Haus juckt es keinen, wie du tanzt. Dann gehen wir rein und die haben alle geraucht. Und ich denke mir, hä, seit wann darf man in Diskotheken rauchen? Ich bin nicht so nicht mehr up to date, bin ich old is sonst was. Naja, aber egal, ich hatte Spaß, das Baby hatte Spaß. Hey, das Baby ging richtig ab. Ja, und das Baby ging richtig ab, deswegen musste ich irgendwann mal aufhören zu tanzen. Ich spüre das ja mittlerweile so ein bisschen. Aber wir wissen wenigstens, dass das Kind tanzen kann. Ja, das kann tanzen, kriegt Rhythmus von kleinen. Ah, okay, unser Navi führt uns jetzt heim. Wir keine Ahnung haben, wie wir hier heimkommen. Und dann melde ich mich, wenn wir daheim sind.